Ein kurzer Zwischenstopp auf der Fahrt zum Wörthersee. In Flacherwinkel ließ man sich anlässlich des GTI-Treffens in Reifnitz etwas Besonderes einfallen. Ein Boxenstopp für VW-Fans auf ihrem Weg zum GTI-Mekka am Wörthersee. Unser Ziel ist einfach, die Leute, die runter zum See fahren, zum GTI-Treffen in Reifnitz, da einen Zwischenstopp, einen schönen zu geben, ein bisschen Erholung zu geben. Boxenstopp, wie das sagt, ein bisschen Erholung und ein bisschen Erfrischung in Gastronomiezeit und einfach unser Service ein bisschen zu präsentieren. Stolz präsentierten die Wörthersee-Pilger ihre teils aufwendig getunten Untersätze, jedes Modell mit dem speziellen i-Tupferl. In einer Sache waren sich die Autofans aber einig, der Marke. Ja, ist VW, das ist der Name, der Mythos. Von Knapp habe ich das so mitgekriegt, also VW oder Audi, war immer schon super. Und wem die Anlage im Kofferraum nicht genug ist, der kann sich sein Auto zum Beispiel airbrushen lassen. Auch das wurde beim Boxenstopp geboten. Mittels Luftpistole können so aufwendige Designs auf den Lack gesprüht werden. Ja, jeder, der natürlich sein Auto tunet, sein Auto herrichtet, möchte natürlich ein ganz eigenes Design haben. Und es ist auch mein Bestreben, dass jedes Airbrush immer ein Unikat wird. Und wenn man das professionell macht, muss man natürlich schauen, dass das Ganze dann auch ordentlich klar lackiert wird und die Leute natürlich relativ lang eine Freude mit ihren Sachen haben. Das Auffallen hat seinen Preis. Circa 800 Euro sind allein für ein Motorhaubendesign zu berappen. Von Airbrushes über Graffiti-Wände bis zu Modellpräsentationen, das Rahmenprogramm ließ nichts zu wünschen übrig. Einzig das Wetter machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Bei Regen und kühlen Temperaturen fand kaum jemand auf das Boxenstoppgelände. Die erste Bilanz. Wenn es schöner gewesen wäre, wären wahrscheinlich noch mehr Leute kommen. Aber es ist das erste Mal, erste Veranstaltung. Man muss ein bisschen Erfahrung sammeln. Die Leute müssen das alles ein bisschen kennenlernen. Aber die, die hier waren, waren alle sehr begeistert und wir werden das nächstes Jahr sicher wieder machen. Wer trotz strömenden Regens auf eine Autowäsche nicht verzichten mochte, der wurde in Flacherwinkel ebenso nicht enttäuscht. Und ein paar Klischees mussten schließlich auch bestätigt werden.